Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladon zu einem letzten, nicht finalen, aber letzten Part Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind zwar erst in Spezialwelt 6 und starten jetzt direkt in Spezialwelt 7, aber das heute muss ich nun öffentlich und feierlich verkünden, ist nun der letzte Part, Part 30, wenn mich nicht alles irrt, und der letzte Part von von Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Lange Zeit haben wir es gespielt, dann jetzt die letzten, kann man fast schon Jahre sagen, die letzten Monate, letzte Zeit, habe ich dann keine Motivation mehr gefunden, das zu spielen. Da kam ich dann nicht mehr dazu. Und dann, ja, habe ich es irgendwie vergessen, verdrängt und das Spiel irgendwie in die letzte Sofaritze geschoben. Na, nee, ganz so schlimm war es nicht, aber der nächste Part ließ lange auf sich warten. Nun ist es soweit. Ich spiele noch meinen letzten Part und beende das alles ganz in Ruhe. Und dann Frieden und dann, ja, hat sich das mit dem heutigen Part und ja, dann haben wir das auch mal, haben wir in Welt 7 nochmal reingeschnuppert und ja, haben wir das Ganze beendet mit dem heutigen Part. Also, auf geht's in Part 30 von Super Mario 3D Land. Okay, da wären wir schon in Welt S7, Level 1, S7-1. Auf geht's! Oh, und die Zeit schon wieder. Ach, verdammt, ja. Ja, ist halt Welt S7, das ist halt nicht mehr so ganz so leicht. So, Super Mario Jump and Run. Da muss man wieder... Ja, muss erstmal wieder reinkommen. Lang genug nicht gespielt. Und wird jetzt hier Fehlen geben. Am Fehlen und an kaputt gehen. Ja, die Zeit, da war ja was. Ich muss die Gegner besiegen, um zurechtzukommen. Die Zeit, sie rennt. Oh, Sternmünze. Ja, wir haben ja Zeit. Holen wir uns die Sternmünze. Ist ja nicht so, als ob die Zeit nicht abläuft und uns die Luft abschnürt. Und da war der erste Fail schon. Ja, ein bisschen Beeilung hier. Ja, ich bin eigentlich immer der Gemächliche. Aber, ja. Hier muss ich mich wohl mal beeilen und mein paar Gegner killen. Bevor sie mich killen, am besten. Ja. Anders geht's ja nicht. Uha! So schnell Item abholen und dann. Und weiter. So. Lass dich nicht von der Zeit töten. Hops. Die Boomerang-Brüder. Ja. Die bereiten mir in diesem Level mal wieder Sorgen. Oh, der Stern. Ja. Wir werden es fast entkommen. Na komm. Einfach durchlaufen. So. Okay, da können wir uns nicht dran aufhalten. Komm. Ich brauche eure Zeit. Ich glaube, ich eure Zeit. Die Nachfolger von den Hammerbrüdern. Die waren schon damals zur Super Mario Bros. Zeit. Extrem nervig, die Hammerbrüder. Jetzt sind sie sogar Boomerang-Brüder geworden. So, Sternmünzen sind erstmal zweitrangig.
Erstmal müssen wir das Level überleben. Ja, ich weiß, ist auch wichtig, aber da wir ja hier nicht so viele haben, in den vorangegangenen Levels nicht alle Sternmützen haben, ja, werden wir irgendwie zu 100% spielen und alle Sternmünzen sammeln in diesem Projekt. Deshalb, ja, kann man das für diesen Fall mal vernachlässigen. Da hat uns mal nicht die Zeit getötet, sondern ein Bumerang wurde wahrscheinlich kurz vorm Checkpoint. Ja, so sieht's aus. So, die Zeit unser größter Feind hier in diesem Part, in diesem Level. Na komm, lass dich doch nicht so treffen, Mario. So, einmal rum um den Baum. Ein Item auf Lager. Kann man vielleicht noch gebrauchen. So. Na dann hops, jops. Hüpfe und springe, Mario. Okay, ah, das ist der Stern, den habe ich verpasst. Nice. Huha, bloß nicht runterfallen. Das wäre noch schöner, als besiegt zu werden von den Bumerang-Koopas. Bumerang-Brüder. Zack. Bisher läuft alles glatt. Zumindest in diesem Anlauf. Im dritten Anlauf. Ups. Zack, zack. Und hinauf da. Ich sagte hinauf da. Die Zeit. Die Zeit, Mario. Hops. Hops und hops. Boing. Hier wird ziemlich viel gesprungen. Ach was. Ein Jump and Run wird gesprungen. Hätte ich nicht gedacht. Hättet ihr das gedacht, dass man einem Jump and Run springt? Das Hüpfen und das Springen in Jump and Runs. Hops. Mach den Koopa platt. Huha. Sorry, ist kein Koopa, ist ein Bumerang, Bruder. Aber verwandt ist er. Verwandt sind sie. Hoppala, lass dich nicht besiegen. Mario. Weder von der Zeit noch von anderen Faktoren. Oh, das war knapp. So, da ist die Zielflagge. Dann wollen wir mal mit einem Starcoin. Und hops. Na, was soll es? Dran da. Haben wir es geschafft. First try. Beim dritten Versuch. Na denn. Speichervorgänge abgeschlossen. Weiter geht's in Level S72. Das sieht doch entspannt aus. Ach, der schon wieder. Mein Freund. Cosmic Mario. Ach, das... Rhythmus-Level. Ich liebe es. Rhythmus-Level, wie ich die liebe. Da bin ich doch am besten drin. Zum Glück ist die Zeit wenigstens da. Also wir haben genug Zeit. Können uns Zeit lassen. Cosmic Mario macht uns zwar das Leben schwer, aber ja. Natürlich ist die Zeit im Mario Jump'n'Run Levels immer ein bisschen beschränkt, aber gut, hier können wir ein bisschen Ringelreihen machen. Wir sind der Kinder 2. Ja, so schaut's aus. Hops, Sternmünze. Ich will die Sternmünze. Sieht ziemlich bescheuert aus. Ja, ein bisschen Ringelreihen gemacht, um an die Sternmünze zu kommen. Ich habe noch 0 Leben. Ich bin gleich Game Over, wenn ich sterbe. Oh Mann. Ups. Sachte, ganz vorsichtig. Ah, verdammt. Huh.
Müsste hier nicht irgendwo eine Flagge sein? Ein Checkpoint. So, ja, mit dem Rhythmuslevel, das geht ja noch einigermaßen. Das kriegt man hin. Dürfen bloß nicht runterfallen. Oder von Cosmic Mario getötet werden. Und dann passiert dies. Aber Super Mario 3D Land ist da ja ganz gnädig. Wir können direkt hier wieder starten. In dieses Level, wo wir gerade aufgehört haben. Nicht so wie im Super Mario Bros. Im ersten Super Mario Bros. Und da musste man dann, wenn man alle drei Leben, die man damals noch hatte, damals hatte man nur drei, muss man gleich von ganz von vorne anfangen. Also man in Welt 8, also Level 8, 5 zum Beispiel, im Endschluss ganz kurz, also ganz kurz vor dem Ende irgendwo verkackt hat, alle Level verloren hat und Game Over gegangen ist, musste man bei Level 1, 1 wieder anfangen. In Welt 1. Das ist dann durchaus schon ein bisschen schmerzhaft. Das können wir, das tut weh. Huha! Da bin ich fast drauf reingefallen. Ups. Hui. Na, zum Glück ist das hier relativ langsam. Das Einzige, was hier halbwegs nervig ist, nicht nur halbwegs, sondern ziemlich nervig ist, ist Cosmic Mario. Huha, huha. So, hier mal hoch. Ja, das ist doch machbar. Wenn Cosmic Mario nicht da wäre, wäre das Level schon zu einfach. Ja, so ist es auch. Huha. Lass mich hier besiegen. Huha. Ja, Dude. Keine Checkpoints auch mehr. Das ist ja auch ein bisschen blöde. Keine Checkpoints. Was soll denn das sein? Och, ich reg mich heute gar nicht auf über Fails und so weiter. Das ist. Hier im letzten Part regt mich das ja auch nicht mehr auf. Nö, das ist. Ist nach diesem Part eh vorbei. Ist beschlossene Sache. Super Mario 3D Land endet. Am Ende dieses Parts. Egal, ob das heute ein spannender Part wird oder ein Rage Quit Part wird. Ist eh vorbei. Daher sehe ich das in diesem Part ganz gelassen. Ist alles halb so wild. Ja, ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Jump'n'Runs. Super Mario Jump'n'Runs. Das war auch ganz lustig. Also die Oberwelten, also Welt 1 bis 8, war auch ganz interessant. War auch ganz lustig, bloß jetzt hier die zweite Hälfte, die Spezialwelten. Ja, die gehen einem schon manchmal auf den Senkel. Der liebe Cosmic Mario da zum Beispiel. Das ist eine Erfindung von Spezialwelten. Ja, auf die hätte ich auch verzichten können. Sagen wir es mal so. Gibt bessere Sachen in Super Mario. Und irgendwann, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, nicht mehr dieses Halbjahr, werden wir mal ein anderes Super Mario Jump'n'Run spielen. Vielleicht doch dieses Halbjahr, vielleicht kommt mal Super Mario Odyssey ins Let's Play auf der Switch. Aber wenn ich es mal finde, falls ich das mal wieder rausfühlen kann, hat es auf jeden Fall mal hier. Können wir mal das DS-Spiel spielen, also das
Super Mario Bros. DS. Das war ganz, das habe ich ganz gut in Erinnerung. Also das ist auch, das ist ganz angenehm. Das ist natürlich auch, ja, manche Level sind halt ein bisschen Rage Quit mäßig. Das ist bei Jump and Runs für gewöhnlich so. Das ist zwangsläufig so. Aber ja. Das spiele ich dann vielleicht auch mal. Super Mario Odyssey, ja, das kann demnächst mal gerne kommen. Das ist also, ja, wenn mal wieder Platz frei ist. Nichts treffen lassen. Ich sagte nicht. Na, das Level muss ich heute noch mindestens schaffen. Also, eigentlich sind drei Level geplant. Pro Part. Bei Super Mario 3D Land, aber ja, muss halt gucken, wie man sich anstellt. Gab schon Parts, wo ich nur ein Level geschafft habe, im Luftschiff, wo ich dann ewig dran rumhink. Aber ja, dieses Level müssen wir noch mindestens abschließen, da können wir nicht einfach aufhören, ohne eine Zielflagge gehangen zu haben. Joa, Items gibt's hier auch nicht sonderlich welche. Vielleicht hier durch die roten Münzen, wenn man die mal hinkriegen würde. Und da müsste man schon sehr schnell sein. Zack. Na dann. Ein bisschen Konzentration. Das Piepen macht mich auch ein bisschen verrückt. Und da ich das schon aus weiß, wie scheiße solche Level sein können. Hops. Eigentlich alles ganz entspannt. Da kommen jetzt noch diese Feuerdinger mit dazu. Das ist das Schlimme. Eigentlich. Hops. Jetzt bin ich klein, das ist das Blöde. Da es hier ja keine Checkpoints gibt in diesem Level, ist ja auch das Game Over gehen nicht ganz so schlimm. Na dann. Versuchen wir es noch und noch mal. Noch und nöcher. Noch und nöcher Fails gibt es hier in diesem Part. Joa. Und ihr so. Wie geht's euch so? Super Mario 3D Land. War eigentlich ein schönes Projekt. Wo können wir jetzt mal zum Fazit kommen, da es die Credits jetzt nicht wirklich geben wird. Da es so ein Ende jetzt nicht geben wird, können wir jetzt mal die Fazits, die Bewertung machen. Das, ja, kann man schon mal angehen hier. War ein schönes Projekt, also muss ich mir nochmal die alten Parts angucken. Die 2016er Parts oder 2017, ich glaube 2016 hat das Projekt begonnen. 2017, das war ein Neujahrsprojekt, das habe ich, ja, 2017, 1.1.2017 war der erste Part. Muss ich mir mal die 2017er Projekte angucken, Videos, mal gucken, ja. Um noch ein bisschen, also um ein letztendliches, um ein finales, ja, Fazit und eine finale Bewertung zu kriegen. Aber so ein bisschen meine Eindrücke, ein Fazit kann ich ja hier schon sagen. Wie ich schon gesagt habe, ganz kurz, wie ich vorhin schon ganz kurz gesagt habe, die Overworld, also die Welten 1 bis 8 waren ganz toll, waren ganz schön. Auch ganz entspannt, das kriegt man hin, ist machbar, ist ganz schön. Aber jetzt in den Spezialwelten, Special Worlds hier, ja, ist mir dann doch ein bisschen zu unentspannt.
Es sind dann schon irgendwie die ein oder anderen Neuerungen drin, wie der liebe, stets genannte, stets mit Freuden genannte Cosmic Mario. Oder die Zeit, die dann plötzlich abbrennt. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind Sachen, die mich oft davon abgehalten haben, an einen neuen Part zu gehen, einen neuen Let's Play Part zu starten. Ja, also zuletzt hat es mir auch ordentlich die Laune verdorben, dass dann am Ende von Welt S6 gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr aufzunehmen. Man hat es gesehen, kam wirklich eine Ewigkeit keine Parts mehr online. Bis dann auch gesagt habe, ja, lass ich weg, will ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Das ist eigentlich, ja, das muss ich sagen, also ich bin da manchmal dran verzweifelt. Und waren manche Rage-Quit-Parts. Und ja, manche sind vielleicht nicht so verzweifelt wie ich. Manche Let's Player und manche, die das vielleicht auch privat gespielt haben, ziehen das vielleicht viel mehr durch und finden das nicht ganz so schlimm, aber ja. Die Stelle ist blöd. Ja, dann machen wir einen kleinen Ausflug in die Overworld. Overworld. Die Überwelt. Ja. Na komm, das schaffen wir doch noch. Da einmal am Ende durchsprinten. Ich glaube, da muss man einfach nicht stehen bleiben auf dem kleinen Fleck, sondern einfach mal weiter hüpfen. Tanuki wäre eigentlich nicht schlecht für dieses Level. Aber ja. Ich bekomme wahrscheinlich mit den roten Münzen. Vielleicht sollten wir die mal bemühen. Die roten Münzen bemühen. Sollen wir die mal hinkriegen. Oder ist hier ein Item drin? Könnte ja sein. Nee, nicht wirklich. Es sind nur Münzen drin. Ja, also ich bin da ein bisschen unschlüssig, wie ich das Projekt bewerten soll. Das war Selbstmord. Immerhin war es sehr schön, also die klassischen 8 Welten, die ja zu Mario dazugehören, also die erste Hälfte war ja super, würde ich sagen. Ich hatte richtig, also ich kann mich daran erinnern, Spaß gehabt zu haben, und es war ja auch kein schlechtes Let's Play. Also ich meine, auch die Spezialwelten haben irgendwie Spaß gemacht. Also Spielspaß ist auf jeden Fall da, und ja, das ist ja die Hauptsache. Das muss man ja vor allem bewerten. In einem Spiel, das ist ja die Hauptsache. Spielspaß geht ein bisschen verloren durch die genannte Neuerung, aber Neuerungen. Und ja, ich weiß nicht. Ich muss mir vielleicht wirklich nochmal die alten Parts reinziehen. Und dann schreibe ich die Bewertung, also die Nummer, die Prozentzahl oder ja, die Punktzahl, das ist bei mir, das ist dann immer eine Punktzahl von 0 bis 100. Grundsätzlich auch, also auch eine Prozentzahl, kann auch ein Prozent sehen. Ja, die schreibe ich dann in meine Let's Playliste. Ist übrigens bei den Links in der Kanalbeschreibung ganz, ganz oben verlinkt. Also wenn man auf die Kanalinfo geht, ganz nach hinten scrollt.
Kult auf meinem Kanal. Und da mal nachguckt, da gibt es eine Kanalbeschreibung, da steht so Wissenswertes zu meinem Kanal drin. Wie zum Beispiel der Uploadplan. Ist was ganz Tolles, dieser Uploadplan. Kleiner Geheimtipp. Kann man mal hintergehen, kann man mal nachgucken. Da sieht man, wann was auf dem Kanal online kommt. Ganz coole Sache. Was? Da schreibe ich rein. Also, meistens sind es 4 Tage am Stück. Also, wenn heute Montag ist, dann könnt ihr da sehen, was heute kommt am Montag, was am Dienstag kommt, was am Mittwoch kommt und was am Donnerstag von dem Kanal kommt. Schon, ja, schon dort reingeschrieben als kleiner Plan, als kleiner Sendeplan, wenn man so will. Ist eine ganz hübsche Sache, eine ganz hübsche Funktion, wird immer aktualisiert von mir täglich aktualisiert. Das heißt, am Dienstag könnt ihr auch schon das sehen, was am Mittwoch kommt, also schon gucken, was da, also ihr könnt das Video noch nicht sehen, aber ihr wisst schon, was ihr zu erwarten habt, weil ich das schon da reinschreibe. Habt einen hübschen kleinen Text. Ja, und da, wenn man dann da weiter runter scrollt, kommt man zu den Links, da ist das, was ganz, das ganz viel Tolles verlinkt, ganz meine sozialen Medien, meine Twitter-Website, mein Google Plus-Account müsste da glaube ich auch verlinkt sein. Kacke. Na komm. Diesmal schaffen wir es. Wir sind schon so weit. Jetzt nicht mehr fehlen. Nicht mehr fehlen. Arg. So unmittelbar vorm Schluss. Ich glaube, ich muss den Part einfach wegen der Länge gleich beenden. Ja. Wie gesagt, und dort in den Links findet ihr dann ganz, ganz oben als erstes. Ich glaube, es müsste, ja, es ist das erste, habe ich nie verändert. Eine kleine Liste, eine Tabelle. Dort stehen alle meine Projekte, alle meine Let's Plays, die ich jemals begangen habe, die ich jemals gemacht habe. Und auch die aktuellen ganz vorne, ganz oben dran. Und ganz, ganz unten am Ende dieser Liste sind es dann die Projekte, die ich schon abgeschlossen habe. Ist dann auch demnächst Super Mario 3D Land auftauchen. Und da steht dann auch die Bewertung dieses Projekts. In Prozent oder in Punkten, je nachdem, wie ihr es wollt. Ja, dann würde ich mal sagen, Daumen nach oben, sollte euch dieses Projekt, dieses Let's Play gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal verpassen wollt. Ja, das wären dann noch die Levels von Welt S7. Ja, hier kommt dann noch ein Schloss. Können wir gleich mal aufmachen. Wir haben genug Sternmünzen. Einmal präsentieren. Das Schloss von Welt S7. Ja, hübsch. Na dann. War's das hier mit Super Mario 3D Land. Das Level haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber gut. War's hoffentlich ein zufriedenstellender, ein guter letzter Part. Super Mario 3D Land. Na dann, man sieht sich in einem anderen Projekt auf meinem Kanal wieder. Für alle Leute, die noch dran geblieben sind, die noch die alten Parts von 2017 kennen. Ich hoffe, das war ein schöner letzter Part für das alte Projekt. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind und gar nicht so richtig wussten, gar nicht das richtig im Kopf hatten, im Blick hatten, dass ich Super Mario 3D Land gespielt habe. Schaut mal die alten Parts an, sind auch schön. Ja, na dann, hab's noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Habt ihr eine schöne Zeit, eine angenehme fröstliche Zeit. Ja, haut da rein. Man sieht sich.
Ciao, ciao. Thank you.